So, Servusler, grüße dich, herzlich willkommen. Zurück zu Kingdom Come Deliverance, hey, fauler Sack. Nein. Geh weg. Schnauze, du bist so ein fauler Sack, was du das. So, wir wollen mal gucken, was haben wir denn hier? Denn ich glaube, wir wollten hier was verkaufen, ne, Beschick. Wir wollten was verkaufen, auf jeden Fall die Besitzerurkunde. Eine offizielle Urkunde, die den Anspruch auf Ländereien bestätigt, deren Besitz angefochten wird. Was wichtig, Uppsala, warte mal, was? Ne, die habe ich hier drin, ne? Ne, die ist bei mir im Inventar drin. Was wichten die? Die wichten nichts, die behalten wir locker. Ich würde gern die Äxte verkaufen, hey Beschek! Du Lump! So, weißt du was? Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich da oder nach draußen? Schau hier, Helllichter doch. Helllichter doch. Oh, Theresa ist da neu gerade. Schau, vielleicht können wir hier noch was klauen. Weißt du was? Ich beklaue jetzt den Beschek. Ach, ey, hier ist doch echt schön. Hier, Bänkler hier stellen. Ach, das erinnert mich an meine Oma. Ach, ist das schön. So, den beklauen wir jetzt. Wenn der faule Sack nicht aufsteht. Wo ist das? Oh. Ist die mit dem Nachthemd unterwegs? Wo war die Truhe? Wo ist die Truhe? Wieso kann ich nicht hier rein? Bin ich blöd, wo war denn die Truhe? Ach, ausgeschlafen! Hey Beschek, ich will ein bisschen Kohle verkaufen. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir, du Knaller. Ich habe die Urkunde für dich. Ach, schau her. Okay, erstmal. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Wir hauen einmal jetzt den ganzen Rotz weg. Zum Bleistift. Alter Hämmer. Alter Stiefel, die Axt. Das Brot verkaufen wir. 5 Dolche. Dolch, gekochtes Hühnchen. Das verdirbt sowieso, den A. Zweimal Knüppel, rote Beete. Ja, die haben wir auch weg, das haben wir weg. Ich Vollpfosten, bin schon wieder hier falsch da. Ich Vollidiot. Ich wollte natürlich verkaufen, so Ätzele. Alte Stiefel weg. Apfel, das ist schon kurz vorm Verderben. Die Axt, den billigen Wein weg. Dietrich haben wir, Dolch haben wir. Die zwei Gaggeler, weg damit. Fackel, Bunthaube, gewöhnliche, gedehrte Jacken. Hasenfleisch, kennst dich aus. Holzkohle, lassen wir mal. Jagdhandschuhe, das wenige Rüstungsset, lassen wir auch mal Knüppel. Hauen wir beide weg. Kohl, haben wir noch ein bisschen was? Retterschnaps, rote Federn, Sachs, Schafsleder, Schild, Schlappen haben wir noch an, schwarze Kugel haben wir mal weg, schwerer Kriegshammer, das wird sicherlich auch lustig, Trinkwasser behalten wir auf jeden Fall noch, Verband, verbesserte, was, Warhorse, Schulterplatten, gut, dann haben wir das, wir falschen mal, 115. Vielleicht, lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Hörst du mich? Ja. Entschuldigung. Oder ist schon noch alles? Ja. Gut, was haben wir gesagt? Ich mache mal 125. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher.
nur noch ein bisschen weniger. 120, verdammt, ich hätte noch mehr machen müssen. Ja, okay. Ich wusste, wir werden uns einig. Passt schon. Hey, Besche, ich habe noch deine Urkunde. Mein Freund. So, ich habe die Urkunde für dich, natürlich. Ich habe die Urkunde für dich. Haha, gute Arbeit. Hier hast du ein paar Groschen für deine Mühen. Sehr geil, bring Delek 175 an Groschen. So, Müller Beschek hat Arbeit für mich. Na klar, machen wir doch gleich mal. Ich bin wieder mal auf Arbeitssuche. Dann bist du hier richtig. Aber wenn ich dir sag, was ich vorhab, überlegst du es dir vielleicht anders. Verstehe. Soll ich den König befreien? Herrn Divischs bestes Pferd stehlen? Sag schon. Weißt du was? Du liegst gar nicht so weit daneben. Herr Hanusch hat da so ein wunderbar mit Gold verziertes Buch. Nicht, dass er es lesen könnte. Es war ein Geschenk, aber viel kann er ja nicht damit anfangen. Ich hab da eine bessere Idee. Sag nicht, du kannst lesen. Ha! Als ob ich meine Zeit mit sowas verplempern würde. Aber ich hab einen Käufer. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, wird ihn ein mit Gold verziertes Buch ordentlich was kosten. Ich bestehe meine Lehnsherren nicht. Sie verarschen natürlich, ich bestehe mir die. Nein, also normalerweise nicht, aber klar, weil wir die Quest machen können. Bestimmt zahlst du gut für das Buch. Aber wo bekomme ich es her? Hab ich dich jemals enttäuscht? Keine Bange, Heinrich. Diesmal bekommst du noch mehr, wegen dem höheren Risiko. Den eigenen Lehnsherrn zu beklauen, wenn sie dich erwischen. Wir kennen uns nicht, klar? Das Buch ist in den Gemächern von Herrn Hanusch. Es wird nicht leicht sein, dort reinzukommen, aber ich habe größtes Vertrauen in dich. Viel Glück! Serka, was war da nochmal mit der Übung? Das glaube ich, Taschendiebstahl, ne? Oder Schlösser knacken. Das heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich. Wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Fordert Stufe 10. Haben wir schon Stufe 10? Haben wir schon Stufe 10? Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Du mich ja. Was haben wir denn? Okay, vielleicht anders mal. Ich denke darüber nach. Ich muss jetzt tatsächlich mal schauen. Ups, was wir tatsächlich haben. Kampffertigkeiten, Jagen. Wo haben wir denn Schlösserknacken? Stufe, was ist? Wir können dann mal Stufe 5 machen. Eieiei. Reparieren können wir auch nicht machen. Werte geht aber was. Schau her, Vitalität. Marathonläufe. Du spurtest langsamer, verbrauchst dabei aber 20 weniger Augen. Kannst du damit länger spurten. Okay, ist nicht verkehrt. Schnell wie der Wind. Du spurtest 20% schnell, verbrauchst dabei aber 20% mehr Ausdauer und ermüdest dementsprechend schneller. Kann nicht mit der Spezialisierung Marathonläufe. Okay. Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Vitalität und Agilität. Robuster Magen. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen oder vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positive Auswirkungen. Gilt nicht für Alk. Berserker. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich 4-mal schneller. Das ist auch nicht verkehrt. Weißt du was? Dann machen wir mal den guten alten Marathonläufer. Und gehen wir nochmal zurück. Redekunst haben wir auch noch. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, um ein Angebot zu unterbreiten. Das ist nicht verkehrt, da hatten wir ja schon mal Probleme. Gesprächen siehst du die Werte der Fertigkeiten deines Gegenübers. Das ist nicht verkehrt. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 50% erhöht und erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wodurch du sie leichter überzeugen kannst. Zudem kannst du die Dienste von Badehausdirnen kostenlos in Anspruch nehmen. Ey, da machen wir gleich einen Doppelklick. So beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Falschen. Ja, aber die Empathie, glaube ich, ne? Ich glaube, wir werden das tatsächlich mal auswählen erst. Da ich es doch wichtig finde. So, dann
checken wir mal ab, was die Quest-Logs hier vor uns haben. Liebeswerben, Theresa muss ich besuchen. Zäh, liebe Lischka. Westlich von der Ruf der Nachtigall, ich habe eine Falle auf Sixtus. Sixtus. Jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Weil ich schon wieder bei Assassin's Creed bin. Also vom Ding her. Hey, Bebels, du. Der Gaul, ey, echt. So, wir machen weiter. Zieh dich, dein Name ist Gummi. So, dann reiten wir jetzt rüber. Müssen wir ja bald. Eigentlich ja, die Nachtigall haben da. So, Naturbursche, ja, da freut sich. Da freuen wir uns sehr. Weil wir es können. Ich bin nur verdammt neugierig. Ich werde ja mal kurz absteigen. Ist jetzt Vormittag oder Nachmittag? Vormittag, okay. Hab schon wieder gedacht, die Sonne geht gleich runter. Hey, ich wollte eigentlich hier. Nein, nicht Schwert. Was machst denn du? Ich hoffe, der rennt jetzt nicht mit dem Schwert hier in der Gegend rum. Können wir gar nichts looten, oder wie? Ach, ist das schön hier. Ganz im Ernst, 4A Parkbank hinstellen. Ein Traum. Da kannst du da deinen Lebensabend verbringen. So, wir verbringen nicht unseren Lebensabend, sondern fangen jetzt hoffentlich die restlichen Vögel ein. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe doch sehr, dass wir die Quest jetzt endlich schaffen. Ich hoffe, die anderen zwei Vögel sind jetzt nicht verreckt. Die haben jetzt auch schon Tage. Normalerweise, von der Logik vom Spiel her, müssten sie eigentlich tot sein jetzt schon. Irgendwo musste ich doch rüber hier. Da drüben, genau. Auf! Plötzlich, das ist schon fast plötzlich gesagt. Hätte Franconia jetzt fast plötzlich gesagt. Wir haben zwei, wir haben doch insgesamt drei Nachtigall-Dinger. Aber wir haben doch schon zwei. Wieso haben wir drei ausgeworfen? Wieso haben wir hier schon wieder einen interessanten Ort? Ey? Hier ist doch auch schon wieder irgendwas. Ich hoffe, da ist jetzt keine Falle oder was. Ein Hinterhalt. Da haben sie aber anscheinend Mods grillt. Es ist zwar schön, wenn es hier ein interessanter Ort ist. Aber was genau macht diesen Ort interessant? Sah so auffällig, ne? Es
sowas wurmt mich immer. Ich schau mal auf die Karten. Ratai. Haben wir vielleicht hier in der Nähe vielleicht irgendwie sowas? Wasche? Die uralte Karte 5 ist das Radai. Hirsch. Westen. Das müsste eigentlich Radai sein. Ist das hier eine Hirschgegend? Ups. Ist das hier eine Hirschgegend? Ja, hier ist eine Hirschgegend theoretisch. Also hier könnte vermutlich was sein, wenn das halt Ratai wäre, ne? Wir schauen uns nochmal die uralte Karten an. Das ist eine Windmühle, ne, das können wir, denke ich mal, ausschließen. Die uralte Karte 2. Meinst du, das könnte das sein? Hinter dem Felsen? Hier muss eine Ding sein, kann das sein? Eine Holzhütte oder sowas? Sorry, Freunde, ich laufe jetzt hier tatsächlich mal darunter. In der Hoffnung, dass ich hier wirklich was Brauchbares finde. Hier haben wir komische Felsen. Okay, wir haben hier aber anscheinend tatsächlich nichts Brauchbares. Da haben wir einen Hasen. Hier geht es definitiv nicht weiter. Jetzt hoffe ich natürlich, dass da ein Eikopf ist. Von dieser Nachtigall. Ja, keine Ahnung. Ich kann es jetzt nicht sagen, wo hier was genau sein soll. Doch ein bisschen komisch hier. So. Mal aufpassen, nicht, dass wir jetzt bewusstlos werden. Ah, wir haben's! Letzter Vogel! Wir hören nichts mehr. Bring Jägermeister die Nachtigall, hat er gemeint. So, Aufgabe abgeschlossen. Finde die Nachtigallen. Was ist das? Ein Baumstamm, hier ist das mal. So, dann rein wir mal zurück. Zum guten alten Förster. Wir werden da vermutlich, also ich gehe davon aus, ja, ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, Freunde, schau gut aus. Schau gut aus. Ja. So. Hopp, blöder Gaul. Das Pferd tut gerade so, als ob es 5 Meter tief ist, das Wasser. Na? Ich habe Astalin, nur dass sie an jeden Drecksbaumstamm festhält mit dem breiten Gaul. Entschuldigung. Ah, ist das eine Trauerweide? Ach, wie schön.
Ich liebe Trauerweiden. Die Emus der Bäume. So. Ja. Ja! Ich hoffe jetzt hier, dass wir tatsächlich noch auf dem richtigen Weg sind. Ja, passt schon. Na, hervorragend, was haben wir hier? Ja, da sind wir ja schnell. Da sind wir ja schnell dort. Ja, da drüben ist ja schon die Burg. Schaffen wir noch vom Mittagessen. So klar, ich könnte jetzt Schnellreise machen. Aber da ist immer noch ein kleiner Funken Hoffnung. Jetzt sind wir richtig so. Genau, Badehaus. Also ich würde es schon gerne mal probieren, ob das hier irgendwie. Also so, ne, mit den Badedirnen würde ich schon gerne mal testen, aber ich glaube nicht, dass es da so eine Sequenz gibt wie bei Witcher 3. Ah, Witcher 3 ohne Witz. So ein geiles Spiel. So ein übelst cooles Spiel, Freunde. So, sehr cool. Dann haben wir ja die Quest schon. Dann könnten wir ja theoretisch dann auch die andere Quest gleich mitnehmen. Das Buch klauen, wenn wir schon mal hier sind, theoretisch. So, mein Freund, grüße dich, Berold. Bleib halt stehen jetzt. Berold, gib mal Ruhe jetzt. Guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag, immer freundlich, sehr schön. Ich habe hier etwas für dich. Ich bin ein Weilchen herumgepirscht und habe hier etwas für dich. Wunderbar, wie viele hast du gefunden? Alle drei. Gut, das ist großartig. Ich hoffe nur, der Vogelfänger hört nie von meinem kleinen Fehler. Ich hoffe nicht. Danke, Junge. Hier ist deine Belohnung. Geil, 40 Pfeile. Das ist cool, das feiere ich jetzt doch ein bisschen. So, dann hätte ich gesagt, drücken wir mal wieder einen falschen Knopf, Franconia. Jawohl. Questlog. Der Beschek. Diebische Müller Beschek. Müssen wir da rein? Okay. Ja, was, dann probieren wir halt unser Glück. Ich hoffe. Ist das der Hanisch oder Hanusch? Wie heißt der nochmal? Hey, Kapo. Hey, pass auf! Dich merke ich mir. Echt? Dreh dich um, wenn's mit mir ritzt. Wer ist das jetzt nochmal gewesen? Ach, ist mir wurscht jetzt. So, wir gehen mal auf. Grüß dich! Schwer, okay. Ach, da steht auch noch einer. Grüß dich. Ja, der schaut uns auch ganz schön an. Ich bin jetzt auch voll auf den Geschmack, um alles zu knacken jetzt da, da, ne? Können wir noch was looten? Tatsächlich. Alter! Was lesen? Henning Klaasen? Schöner Bub.
Ein schöner junger Mann. So. Ich bin im privaten Bereich. Jetzt ist er nicht mehr, oder was? Du da! Was schnüffelst du hier so rum? Na, ich geh schon raus. Bleed? Himmel! Kann ich nicht hier durch? Warum stehst jetzt du auch mitten im Weg? Okay, wir kommunizieren noch nicht durch. Aber wir haben coole Kelche. Okay, dann hätte ich gesagt. Ach Gott. Wo können wir hin? Was können wir denn theoretisch als nächstes machen? Wir gucken dann doch nochmal. So, Sattheit passt soweit alles. Festmahl für die Bälle, was war das? Ach, Rehfleisch, ne? Das könnte man eigentlich machen, oder? Rehfleisch, wo muss ich denn da hin? Jetzt haben wir schon wieder 26 Minuten. Jetzt mich verarschen. Bring Alex Rehfleisch, jetzt müssen wir erst einmal schauen. Wo in der Nähe Reh ist. Jagdgebiet Hirsch. Ist es dann auch Jagdgebiet Reh gleich? Mich Hirsch ist ja eigentlich Reh, wenn du es siehst. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt ein paar Pfeile gekriegt, ne? Könnten wir eigentlich schon versuchen. Schnellreise können wir jetzt hier nicht hinmachen, ne? Was ist denn das für eine Quest? Ah, guck mal her, hier! Statte Elishkas hingerichteten, verstärkten Besuch ab. Gratuliere! Weißt was? Wir gehen aber, beziehungsweise wir machen hier eine Markierung hin. Und dann reiten wir mal mit unserem Gaul da rüber. Sehr schön, ich freue mich. Wo ist er? Hallo, Mietz, Mietz. Ja! Auf Bevels, morgen ist Nacht rum. Hauptsache, das Wirtshaus steht noch, oder was hat er gesagt damals? Ich finde die Dialoge. Hey, Rindvieh, du! Schnitt mich wie in den Alpen, da rennen die Viecher und die Kühe. Schnurstracks in der Gegend rum. Wie cool ist denn das? Hier ist ein Teich. Ah, hier könnte ich es auch aushalten, ne? Ja. Einfach so in Dachnahe leben, verstehst? Was trauen wir das? Keine Sorgen machen, wie hier irgendwas, keine Ahnung. Ja. Gut, ich hab's ja glaube ich schon mal erwähnt. Das Einzige, was mich hier wirklich stören würde, wäre dieses hygienische Aspekt, ne? Ansonsten muss ich sagen, dass ich hier doch tatsächlich aushalten könnte. Im Mittelalter. Wenn du halt eine Mittelalterkrankheit gehabt hast, ne, dann warst du sowieso so gut wie tot schon. Jetzt muss ich selber noch einmal schauen. Da wohnen doch die Gegner, oder? Aber schnell mal. Ich habe einen Unfallort entdeckt.
Ich habe einen Unfallort entdeckt. Eieiei, wie viel sind denn das? Ah, die sind leider zu stark. Da brauche ich mal eine richtige Rüstung, dann räumen wir hier ordentlich auf. So, wurscht. Wir gehen jetzt in den Einwald. Jetzt sehe ich schon wieder nichts. Mensch, ist das... Hallo? Wo geht's hier raus? Ja, Peppels, stell du dich mal hier einfach hin, ne? Scheißegal, was dein Herrchen macht. So, jetzt müssten wir aber eigentlich hier gleich im Gebiet sein. Und dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine Folgenpause. Und morgen geht es dann hier weiter in alle. Boah, die geht aber voll schnell, ne? Die Ausdauerbalken. Highspeed, ey, was geht mit dem ab? So, dann hätte ich gesagt, wie gesagt, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Morgen gehen wir dann gepflegt auf die Hirsch- bzw. Rehjagd. Ich denke mal, wenn wir einen Hirsch da legen, fressen tut das auch. In diesem Sinne, ups, wir sind hier falsch. Na, wir müssen eigentlich hier richtig sein, ne? So ist es. Hier müssen die Hirsche sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und morgen geht's auf die Jagd. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Servusle. Hier ist noch eine Dingstelle. Hier müsste dann in der Nähe irgendwo welche sein. In diesem Sinne, ne? Petri Heil. Euer Frankonia. Ciao.